Johanna und ich sind einfach nur gute Freunde. Dann nehmen Sie sie auch schon mal in den Arm. Ja, ist doch normal, wenn es dem anderen nicht gut geht. Können Sie mir etwas zur Beziehung von Frau Ferreira zu Ihrem Ex-Freund sagen? Nicht viel. Außer, dass der Typ ihr nicht gut getan hat. Und das hatte sie jetzt endlich verstanden. Dass sie was Besseres verdient. Sie zum Beispiel? Ja, also jemand, der sie gut behandelt. So wie ich. Das ist ja Johannas Entscheidung, mit wem sie zusammen sein möchte. Aber Sie beide waren recht vertraut miteinander. Waren Sie mal bei ihr zu Hause? Wie meinen Sie das? Na, bei ihr zu Hause. Sie wohnte ja bis vor kurzem nicht so weit weg vom Salon. Ach so. Ja, war ich mal. Aber das ist schon ewig her. Gut. Wenn das so ist, dann bräuchten wir bitte Ihre Fingerabdrücke. Zur Unterscheidung von Fremden, die wir dort gefunden haben. Ja. Ja klar, okay. Und ich schreibe Ihnen meine Nummer auf, für den Fall, dass Ihnen doch noch etwas mehr einfällt. Ich nehme mal an, es war Ihnen zu heiß, das Geld bei sich zu Hause zu haben. Deshalb haben Sie es in ein Schließfach gepackt. Außer Ihren Fingerabdrücken sind auch die von Piet Klüver auf den Schein. Wollen Sie reden oder soll ich mir aus den Zutaten eine eigene Geschichte zusammenbasteln? Okay, ja, ich habe das Geld aus der Remise mitgenommen. Aber Johanna weiß nichts davon. Sie hatte mich gestern früh gebeten, ihr ein paar Sachen von dort rauszuholen. Sie hatte Angst, ihrem Ex zu begegnen. Der war nicht da. Aber eben die Tasche mit dem Geld. Kann es sein, dass Sie genau deswegen von Frau Ferreira dorthin geschickt wurden? Nein. Überlegen Sie sich gut, ob Sie hier den Kopf hinhalten möchten für etwas, was Sie nicht getan haben.